bei mir vorbeischaut. Ich starte heute meine Katalogtour mit dem Mini-Katalog und mit der Celebration-Broschüre. Heute haben wir ja den 4. Januar und ab heute darf ich euch den Katalog zeigen. Yippie! Da freue ich mich schon drauf. Und damit fangen wir auch jetzt sofort direkt an. Ihr könnt heute aus dem Mini-Katalog bestellen bei mir. Entweder geht ihr über meine Webseite juttascraftandlearnroom.com unter Kontakt. Ich setze den Link auch mal gleich rein. Und darüber könnt ihr bestellen oder ihr besucht meinen Online-Shop. Da werde ich auch noch mal einen Link reinsetzen in die Beschreibung. Da braucht ihr noch drauf zu klicken und gelangt sofort dorthin. Ja. Besondere an der jetzigen Zeit, also Januar und Februar, ist die Celebration. Was bedeutet das? Die Celebration ist, da gibt es Geschenke. Pro 60 Euro Bestellwert, ich mache mal hier die erste Seite auf, dürft ihr euch hier, ich zeige euch die gleich nochmal im Ganzen, dürft ihr euch Sachen aussuchen. Also zum Beispiel hier, das ist dann so ein runder Kreis, 60 Euro Bestellwert. Wenn ihr den erreicht habt, dann könnt ihr euch dieses tolle Stempelset zum Beispiel aussuchen. Oder Designerpapier hier, passend zu der Narzissenzeit. Ne? Aber dazu kommen wir später, weil zuerst möchte ich hier mit dem Mini-Katalog anfangen. Und wenn ihr bei mir bestellt und unter 200 Euro seid, dann würde ich euch bitten, den Hostess-Code mit beim Online anzugeben, bei der Online-Bestellung. Das ist XQCS9WC6. Wenn ihr den benutzt, dann bekommt ihr von mir ein kleines Dankeschön. Aber wenn ihr über, zum Beispiel über 200 Euro seid, dann bekommt ihr ja auch die Shopping-Vorteile. Dann benutzt ihr bitte nicht diesen Code, weil wenn ihr den dann benutzt, dann kriegt ihr leider nicht die Shopping-Vorteile. Deswegen bitte separat dann bestellen. Ja, also ihr bekommt natürlich auch ein Geschenk von mir, keine Frage. Na, das ist so eine Kleinigkeit als Dankeschön, dass ihr den Online-Shop benutzt habt und bei mir bestellt habt. Lasst euch überraschen. Ist ja immer schön, wenn man dann Post bekommt, wo man dann gar nicht mehr so mitrechnet. Ne? So, Mini-Katalog. Tadadada. Wie ihr seht, Coverbild, Tulpen. Ich liebe Tulpen und darauf habe ich mich so gefreut. Erstmal vorab so ein bisschen zum Erklären vom Katalog. Hier, das ist dann die Eingangsseite. Wir haben hier ein Inhaltsverzeichnis mit den Produktreihen. Das ist neu, dass die hier einmal aufgelistet werden. Was sind Produktreihen? Fangen wir mal mit dem ersten an, damit ihr das versteht. Das hier ist eine Produktreihe. Ja, die heißt hier zum Beispiel Herz an Herz. Und wenn ihr davon so begeistert seid, von dieser Produktreihe hier, und von vornherein schon sagt, ich möchte das Ganze haben, weil das benutze ich nicht nur für Valentinstag, sondern auch für Muttertag, für Geburtstag, wozu sich das im Ganzen auch gut anbietet. Und ich möchte gerne alle Produkte, die damit zusammenhängen, haben. Dann könnt ihr hier diese Produktreihenkollektion Artikelnummer nehmen. Da habt ihr dann alles drin, nichts vergessen, braucht nur eine Nummer einzugeben. Ja, ihr habt da auch das Produktpaket mit drin. Ein Produktpaket besteht immer aus Stempelset, Stanze. Es gibt aber auch ein Produktpaket, was aus Stempelset und Handstanze besteht. Ja, werden wir später sehen. Die ist auch hier mit inbegriffen, auch mit den 10%. Ja, ein Produktpaket, was aus zwei Teilen, Stempelset und Stanze oder Handstanze, da gibt es zum größten Teil immer 10% drauf. Ja, und das wäre damit natürlich auch inbegriffen. Ne? Ihr könnt aber auch beides unabhängig voneinander bestellen.
Das Stempelset ist hier auch nochmal alleine auf dieser Seite zum Beispiel der Produktreihe. Könnt ihr das finden? Dann haben wir das hier einzeln und auch die Stanzformen sind hier einzeln. Ja, das geht auch. Aber wenn man clever ist, bestellt man sich eigentlich immer zu einem Stempelset die Stanzen dazu, weil die immer eine sehr schöne Ergänzung sind. Und ich kann euch sagen, zu 90% werdet ihr euch ärgern im Nachhinein, dass ihr es vielleicht doch nicht gemacht habt. Ich spreche da aus Erfahrung. Das ist mir zweimal, einmal selbst, wo ich selber auch noch Kundin war und während meiner Demozeit ist mir das passiert und ich habe mich so geärgert, weil ich es leider dann auch zu spät bemerkt habe. Ja, und dann gab es das nicht mehr, weil der Katalog ausgelaufen ist. Deswegen mein Tipp, denkt nicht drüber nach, bestellt euch das immer im Kombi, da seid ihr auf der sicheren Seite und ihr ärgert euch nicht. Ja. So, das war das dazu, ne, und so eine Produktreihe. Dazu gehört das hier zum Beispiel auch dazu. Ne. So, jetzt gehen wir mal weiter. Nochmal so ein bisschen zurück, damit ich euch das nochmal eben erkläre, wie der Katalog so ein bisschen aufgebaut ist. Vielleicht schaut hier auch der ein oder andere mal rein und hat überhaupt noch gar keine Ahnung von dem ganzen Geschehen hier. Und dann ist das immer relativ informativ, finde ich. Hier haben wir dann den auf Seite 88, 90, da ist eine Beschreibung, wenn man mal eine Stempelparty geben möchte oder wenn man einsteigt, das ist ja auch gerade hier zur Celebration Zeit immer ein, da gibt es immer einen Zusatzgewinn noch zusätzlich zum Angebot, komme ich aber später noch zu. Das haben wir dann hier auch noch mal hinten und dann haben wir noch mal ein Verzeichnis mit Produktpaketen und dem ganzen Katalog auf einen Blick, zeige ich euch später. Wichtig sind mir noch mal diese Zeichen, die ihr immer wieder findet unter den Produkten. 10% hatten wir ja gerade, Produktpakete. Dann die Uhr hier. Diese Projekte lassen sich schnell und einfach perfekt gestalten, wenn man zum Beispiel mehrere Exemplare anfertigen möchte. Ja, also das ist für Anfänger oder für die, die eigentlich sagen, ich habe keine Zeit dafür, aber ich möchte doch, achtet auf die Uhr, da, das ist euer Set. Dann haben wir Distinctive Stempel. Da werde ich auch immer oft nachgefragt, was ist denn das? Das zeige ich euch, wenn wir jetzt gleich durchgehen. Ich zeige euch das und erkläre euch das anhand eines Beispiels. Also hier steht zum Beispiel, Distinctive Stempel sorgen innerhalb eines Motivs für eine unterschiedliche Deckkraft. Zeige ich euch. Dann haben wir die Mini-Stanzmaschine. Es gibt zwei Stanzmaschinen seit dem letzten Jahr bei Stamping Up. Und zwar eigene von Stamping Up. Sehen total süß aus. Und da gibt es die Mini und ich sage immer die Maxi, die größere davon. Und wenn das unter den Stanzen steht, heißt das, dass diese Stanzen für die Mini-Maschine kompatibel ist. Erkläre ich später auch nochmal. Und dann haben wir hier Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch. Ich glaube, das ist wirklich selbsterklärend. Wenn das da drunter steht, weiß man sofort, in welchen Sprachen das Stempelset verfügbar ist. Okay. Hier haben wir nochmal Sarah Douglas. Die beantwortet da 4 Fragen. Finde ich auch immer sehr interessant. Vor allem die erste. Was macht Stamping Up in der Papierbastelbranche so einzigartig? Die alten Hasen, die Stamping Up kennen, wissen das. Ich lese euch mal die Antwort vor. Unsere aufeinander abgestimmten Qualitätsprodukte und unsere herausragenden Designs zusammen mit unseren Demonstratoren, die ihrer Kundschaft Selbstvertrauen beim kreativen Gestalten geben. Und das stimmt. Und das ist auch ein Punkt, warum ich zum Beispiel Demo geworden bin, weil ich das so toll fand, dass alles aufeinander farblich abgestimmt ist. Das heißt, Stempelkisten hat die gleiche Farbe wie Farbkarton, wie die Accessoires, wie Dekobänder. Alles farblich, immer der gleiche Farbton. Und also ich hätte eigentlich Stamping Up viel eher entdecken müssen. Da wäre mir so manches Suchen erspart geblieben. Das war so eines mit der Punkte, warum ich Demonstratorin geworden bin. Okay, gehen wir weiter. Das sind dann die kreativ leicht gemacht. Das sind Sets, die in so einer Box kommen.
Die findet ihr online oder ihr schreibt mich an, dann schicke ich euch. Ich habe so einen kleinen Flyer, wo die drin aufgelistet sind. Das sind zum Beispiel Stempelsets mit Briefumschlägen, mit Karten, mit Bändern, wo alles drin ist, wo ihr sofort loslegen könnt, wo ihr keine Stanzmaschine braucht, keinen Papierschneider. Ihr braucht lediglich vielleicht mal eine Schere zwischendurch. Aber ansonsten ist das wirklich alles drin, fertig. Ideal, auch wenn man in Urlaub fährt. Ich habe eine Kundin, nur ganz kurz noch erwähnt, die hat sich dieses Schöne hier geholt, weil das so mediterran ist und hat dann da ihre, weil die zur Nordsee gefahren sind in Urlaub, hat dann anstatt Postkarten solche Briefe und Karten verschickt und hat dann in den Karten auch noch mal so ein bisschen Sand und Muscheln reingelegt. Das ist mega angekommen und das nimmt nicht viel Platz mit. Es ist so ein, wie so das Paper Pumpkin, so ein Format. Und war wirklich toll. Sie hat das, glaube ich, auch mit den Kindern zusammen gemacht. Ne? Also es ist sehr, sehr einfach und schnell und ein super schönes Ergebnis. So, Produktreihe Nummer 1, Herz an Herz, hatte ich vorhin ja schon erklärt. Besonders schön finde ich wieder, dass hier ein kleiner Briefumschlag mit dabei ist. Das hatten wir im letzten Jahr ja auch. Da war der eckig bei der Schneckenpost. Erinnert ihr euch? Und jetzt haben wir einen runden, den finde ich noch fast schöner. Also ist wirklich sehr schön, vor allen Dingen auch mal in Pastellfarben, ne, die hier überwiegen. Also nicht dieses klassische Rot, wie wir das in den letzten 2 Jahren haben. Finde ich ganz toll. Wir haben hier Blütenrosa, Safrangelb, grüner Apfel, Aquamarin und Heideblüte. Hier haben wir einen schönen Prägefolder mit dabei, mit dem man auch schön den Hintergrund gestalten kann. Also wirklich top. Hier ist nochmal das Stempelset, da kann man die ganzen Sprüche sehen. Und was ich vorhin noch nicht erwähnt habe hier ist, wenn ihr, das kann man bei dem Set sehr gut erkennen. Einmal, die sind so ein bisschen leicht, ich würde sagen in Vanille, hintermalt oder hier die Herzen, das ist das Zeichen, dass dafür Stanzen da sind. Ja? Zum Beispiel hier, das wäre diese Stanze. Na, da könnt ihr erkennen, dass das Motiv ausgestanzt werden kann. Und Distinctive haben wir hier auch. Und wenn ihr euch mal hier den, ich halte das auch mal gerne etwas höher, den Stempel euch anschaut, dann seht ihr den hier dunkler und da heller werden. Und da haben wir so 2 verschiedene Höhen und dadurch kommt, hier kann man das sehen, dieser Effekt zustande. Seht ihr, hier ist es ganz hell. Das heißt, da ist ganz wenig Stempelfarbe drauf. Und das liegt an dem Stempel. Der ist extra so konzipiert. Stempel, also die werden ja, glaube ich, gegossen auch so. Das ist müsste ein Gummistempel sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher. Ah, es ist Klarsicht. Klarsichtstempel. Steht hier. Ne? Polymerstempel sind das. Ne? Dass man da verschiedene Höhen hat. Ne? Und das ist distinctive. Ne? Und das macht das Ganze auch so ein bisschen einzigartig. Stamping Up hat meines Erachtens auch ein Patent da drauf. Jetzt muss ich wieder den Anfang finden. So. Mein Katalog hat schon so ein bisschen gelitten, aber ich glaube, das war nicht hier. Dadurch kommt das. Dadurch leiden die Kataloge, wenn man die so knickt. Aber da wird ja auch mit gearbeitet und ich glaube, das ist dann so. Ah, ich habe mir ja immer so schön die Kleber reingemacht, so was ich denke, ja, das könnte ich mir vorordern. Das habe ich noch nicht, das passt bei mir noch rein. Dieses Stempelset hier ist ein Grüße voller Liebe. Da haben wir alle Liebesthemen, Verlobung, Hochzeitstag, also ganz toll. Und da seht ihr auch wieder hier, na, das ist so Vanille, so ein bisschen hoch. Die findet ihr hier wieder in den Stanzen. Und hier haben wir eine besondere Stanze. Das ist eine Hybrid-Prägeform. Wir haben das schon mal im letzten Jahr gehabt, diese Prägeform. Ich zeige euch die mal eben ganz schnell. Also ich versuche gut und zügig durch den Katalog zu kommen. Aber vielleicht kennt der ein oder andere diese Prägeform nicht. Und dann ist er vielleicht dankbar, wenn ich das mal hier kurz zeige. Ich werde natürlich einige Produktreihen auch mitarbeiten und hier YouTube-Videos hochladen, aber das könnte ich ja schon mal erwähnen. Also wir haben hier einmal die Prägeform und diese Stanzen sind dabei. Und dann kann ich die hier reinlegen, mein Blatt Farbkarton rein,
zu und dann schiebe ich das so durch die Stanzmaschine, quasi so. Hier ist die geschlossene Seite. Bitte immer so mit der geschlossenen Seite, nie mit der offenen Seite so durch die Stanzmaschine. Dann macht ihr euch den garantiert kaputt hier hinten, so als kleiner Tipp. Ne? Immer so, wo die geschlossene Seite ist, ist auch die Anfangsseite, die durchgerollt wird quasi. Ja? Und dann habe ich im Nachhinein schon direkt, also zwei Schritte mit einem Schlag gelöst. Das Herz ist hier ausgestanzt und es ist sogar auch noch hier geprägt mit diesem schönen Blumenmuster. Ja, das ist ein Hybrid-Prägeform-Set. Das nennt sich Florales Herz. Ja, okay. Dann haben wir hier den schönen Kaugummi-Automaten. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil da kann man so schöne Shaker-Karten mitmachen. Da haben wir wieder so eine Kuppel, eine Plastikkuppel für den Kaugummi-Automaten, Füllmaterial. Aber da könnt ihr auch zum Beispiel, würde mir jetzt einfallen, wenn ihr diese Herzen hier mehrmals ausstanzt, könnt ihr die auch mit ein bisschen Glitzer reinfüllen. Das geht auch. Ja. Es ist zwar auf Englisch, aber es steht bei mir auf der Liste und wird jetzt auch bestellt. Das kann man nämlich auch eine schöne Valentine's-Karte zu machen. Ja, und Happy Valentine, das denke ich, ja, kann jeder verstehen. Ne? Da, oder hier die anderen Sprüche auch, be mine. Ne? Also das ist schon, denke ich, verständlich. Ne? Ansonsten schaut man mal, was man an Sprüche da hat. Hm? Da haben wir wieder die Mini-Stanzmaschine und ich würde mal behaupten, zu 90% könnt ihr alle Stanzen aus dem Mini-Katalog durch die Mini-Maschine durchstanzen. Aber nur zu 90%. So ein Prägefolder, wie ich hier gezeigt habe, wo ist er? Hier, natürlich nicht, der ist viel zu breit, das kriegt er nicht dadurch. Deswegen ist hier auch kein Zeichen. Ja, so als kleine Erklärung nochmal. Hier haben wir auch nochmal ein ja, ich würde sagen Roboter-Set, was aber auch zum Valentinstag benutzt werden kann mit dem Herz hier. Ja, also könnte man auch schöne Kindergeburtstagskarten mitmachen. Dann kommen wir zu der nächsten Produktreihe. Das ist die das heißt blühende Felder. Für mich ist es die Tulpenreihe. Ich liebe Tulpen. Sobald die Weihnachtszeit vorbei ist, kommt mein erster Tulpenstrauß. Ich kann es kaum erwarten. Und ich finde die so mega schön. Wir haben ja schon mal ein Set mit Tulpen gehabt, mit einer Handstanze. Aber jetzt haben wir eine Stanze hier, also mehrere Stanzen für die Stanzmaschine, wo ihr die Blätter aufeinander setzen könnt. Ihr könnt euch eure Tulpe selber gestalten. Und das finde ich ist mega schön. Es ist auch eine sehr schöne Tulpenform. Auch hier wieder die Artikelnummer für alle Artikel. Die findet ihr immer unter der Produktreihe oder ihr sucht euch eben halt einzeln Sachen aus. Ihr bekommt immer das Produktpaket mit dabei. Ja, auch das hier ist sehr schön. Das ist hier bei dem Sachs mit Tulpen. Da sehen wir später auch nochmal eine Karte, wo das auch nochmal mit verwandt wurde. Ne? Also sehr kompatibel. Ne? Auch das Band ist schön. Ich zeige euch das mal. Das habe ich hier liegen. Ist auch schleifentauglich. Ging ganz einfach. Das ist Lodengrün. Sieht auch wunderschön aus. So, Moment. Hier, da haben wir auch das Set nochmal so, ne, dass man das sehen kann. Die Windmühle ist ein großes Highlight. Da freue ich mich auch drauf, so eine Karte mit der Windmühle zu basteln. Da können nämlich die Windräder sich drehen. Das kann man so biegen mit den Brads hier in der Mitte. Das sind hier die Blütenfelder. Die sieht man hier in der Karte. Also jemand, der Verwandte in Holland oder Bekannte oder Freunde hat. Euer Set. Ne? Gut, Regenbogen. Oh, ich liebe ihn. Eines meiner Highlights, weil in der Celebration gibt es nämlich Papier dazu. Ich zeige euch das mal eben schnell. Da haben wir das Celebration-Papier dazu mit Regenbögen. Das ist 6x6 Inch, also 15,2x15,2. Und wunderschön, da habe ich mich echt gefreut. Auch die Stanzen, also das ist ein Produktpaket, was ich euch auch vorstellen werde. Sehr, sehr schön. Kann man viel mitmachen. Hier haben wir Friends of the Forest. Für die, die sich im letzten Jahr die Handstanze
gekauft haben hier, dürfen sich freuen. Es gibt eine Ergänzung dazu. Das ist ein Frühjahrsset. Und schaut mal hier, hier haben wir einen Hasen. Denkt an Ostern. Perfekt. Also ich habe das hier für meine Neujahreskarte benutzt. Happiness is being with you. Passte doch, ne? Oder? Ja, und hier haben wir auch noch eine Stanze, Wolke. Die finden wir auch in verschiedenen Beispielen wieder. Nicht nur hier für das Regenbogenset. Hier haben wir einmal diese Handstanze, diese große Wolke, und die kleinen sind hier drin. Ja, also unterschiedliche Größe. Dann haben wir hier flotter Käfer. Das ist wirklich ein flotter Käfer. Ja, auch sehr schön. Da gibt es die Handstanze zu. Auch wieder, hier haben wir das Produktpaket mit Handstanze. Ja, auch wieder, wenn ihr beides zusammenkauft, bekommt ihr 10%. Ja, das ist ein schöner Vorteil, finde ich. Hier haben wir wieder Blumen. Ja, da kann man auch so schön aquarellieren mit oder sein eigenes Designerpapier kreieren, ne? Weil wir hier sehr viele kleine Stempel mit dabei haben. Auf Englisch gehalten, auch sehr schön. Nächste Produktreihe, Glückssymbole. Auch ein sehr schönes, vom Farbton auch sehr schön ausgewählt. Calypso, Lodengrün, Celadon, Savanne, Schiefergrau und Gold. Das Designerpapier hat Goldakzente. Hier wieder die Artikelnummer für alle Artikel oder hier rechts eben einzeln. Na, da haben wir auch hier Spezialpapier, Perlmutt wieder mit dabei. Kennen wir auch vom letzten Jahr, da gab es ja auch schon mal eins. Schöne in pastellartig gehaltene Dekosteine. Also auch ein sehr, sehr schönes Set. Da sieht man das nochmal von den Sprüchen her. Na, also eignet sich auch für Hochzeit. Alles Gute für eure Zukunft. Und ein langes Leben voller Liebe. Ein Gruß mit 1000 guten Wünschen zu diesem besonderen Tag. Viel Glück und Gesundheit. Also auch für Geburtstag, so runde Geburtstage, eignet sich das sehr, sehr gut an. Ne? Und da haben wir auch wieder die hier, also die man so ein bisschen Vanille hinterlegt sieht, ne? Gibt es eben halt auch schöne Stanzen wieder. Brauchen wir also nicht viel zu schneiden. Dann haben wir hier das Thema wieder Paradies, Palms, ne? Palmen, auf Englisch gehalten. Oh, ist auch schön, hier sehen wir es zum ersten Mal, die neue Kartenform, die ihr häufig jetzt sehen werdet, in die Länge gezogen, gefällt mir sehr gut. Hier haben wir wieder was mit Blumen, Blüten und Zweigen, da haben wir ein Produktpaket mit Handstanze, ja, fand ich auch sehr gut. Wir hatten ja schon mal eine, da waren so zwei Zweige, das war Zierzweige, glaube ich, hieß die. Und die ist aber aus dem Programm schon raus. Und mich freut es, dass jetzt hier so eine ähnliche gekommen ist. Und da haben wir sogar ein, wo Blüten mit abgebildet sind. Ne? Ich denke, das sind diese hier, die ihr dann damit ausstanzen könnt. Ne? Also auch sehr schön, so ein Basic. Man kann so schöne Kränze damit machen. Wenn man sowas noch nicht hat, wäre das hier eine gute und schnelle Möglichkeit vom Set her. Und da kommt jetzt Ostern. Da habe ich mich so drauf gefreut. Ist der nicht süß, der Osterhase hier? Ach, die langen Löffel nach unten. Ich habe mich total drin verliebt. Und auch mal die Art von Stempel, ne? Dieses gestrichene. Und ja, da freue ich mich schon drauf, wenn ich das ausprobieren kann. Und auch die Schrift gefiel mir sehr gut. Ne? Also es ist wirklich ganz einfach, schnell für Anfänger auch. Und schaut mal hier. Seht ihr das? Das waren die Tulpen, die ich euch hier vorne gezeigt habe. Mal gucken, ob ich das jetzt so auf die Schnelle kurz finde. Wo haben wir sie denn? Da ist doch schon mal hier. Seht ihr? Das ist diese Bordüre von den Tulpen. Ja, könnt ihr sehr schön hier in der Wiese mit ergänzen. Na, hier wurde dann dieser Stempel benutzt, drauf gestempelt. Zack, habt ihr schon die erste Ebene eurer Karte erledigt. Ganz toll. Dann, wo sind die Gärtner unter euch? Schaut mal hier, ein Gartenhaus. Ist das nicht cool? Das fand ich auch mal ganz toll. Also ein, nicht Gartenhaus, sondern Gewächshaus. Wirklich schön, vor allen Dingen, weil es die Stanze zum Gewächshaus gibt. Ja? Die haben die einmal hier so hinterlegt in so Mustern.
Oder eben halt hier direkt ausgestanzt. Und das kann man so von der Kamera wahrscheinlich nicht erkennen. Das, denke ich, ist in Silber ausgestanzt und dann auf Weiß aufgeklebt. Ganz, ganz toll. Also finde ich, da kann man eine gute Geburtstagskarte mitmachen. Ne? Also wenn ihr wisst, wenn ihr Freunde habt, die gerne im Garten sind und vielleicht auch ein Gewächshaus haben, das ist eure Karte. Und nochmal eben kurz zurück. Da haben wir übrigens die große Stanzmaschine und hier ist die kleine. Ne? Und schaut mal, ihr kriegt das sogar das Gewächshaus in die kleine rein. Hammer, oder? Also es ist nicht groß gehalten dann, ne? Das Gewächshaus mit. Ne? Also das, lasst mich doch mal eben was schauen. Ich hole mal eben kurz meine Acrylplatten, weil die Stempel, seht ihr das, haben immer die Originalgröße. Wenn die nicht die Originalgröße haben, dann wird das erwähnt. So, und ich konnte es ehrlich gesagt nicht so ganz glauben, aber das ist eine Platte von der, eine Acrylplatte von der Mini-Stanzmaschine. Und die lege ich jetzt mal drüber und ihr seht, sie passt so hervorragend rein. Und es wäre auch machbar, man soll ja die Stanzen nie so gerade, weil hier kommt die Rolle und dann muss die Rolle sehr viel arbeiten. Und wenn ihr eine Stanze so ein bisschen schräg reinsetzt, und das klappt hier nämlich auch, ich lege mal die Acrylplatte etwas schräg, passt perfekt, dann hat die hier nur erstmal einen Punkt, wo sie anfängt und rollt sich dann so langsam durch. Das ist schon da für die Stanze. Habt ihr doch was zur Stanzenanwendung bei mir gelernt. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Ihr könnt ja auf Pause zwischendurch mal stellen und euch einen Kaffee, Tee oder Wasser holen, wie auch immer. So, es geht weiter. Wieder ein Set, was so mit Blumen zu tun hat, Gärtnern. Hier haben wir die Gummistiefel, Gießkanne, gefällt mir auch sehr gut. Wir haben hier die Ranghilfe in den Stanzen drin, finde ich auch toll. Flooring Rain Boots, ne? Also die Gummistiefel mit Tulpen bestückt. Tolles Geschenk. Wäre auch für Muttertag vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? So, dann nicht denken, nein, was ist das denn? Herbst? Nein, auch im Sommer. Also meine Kinder haben das sehr geliebt, wenn wir immer nach Norderney gefahren sind in unserem Sommerurlaub. Dann war ganz klar, in den Kofferraum musste ein Drachen rein. Also deswegen, das ist nicht nur für den Herbst. Also das muss ich hier mal ganz klar sagen. Auch sehr schön, vor allen Dingen, die Drachen haben auch schöne Muster. Also gefällt mir auch sehr gut. Gibt es aber keine Stanzen zu. Da müsst ihr mal schneiden. Gut, ich denke, so einen Drachen ausschneiden, das würde ich auch noch hinbekommen. Nächste Produktreihe. Collagenkunst. Auch ein Träumchen. Also finde ich auch ganz toll, weil ich die Grüntöne so liebe erstmal. Und das Designerpapier ist wunderschön. Und hier haben wir auch wieder Artikelnummer für alles. Ne? Und wenn ihr es einzeln haben wollt, müsst ihr einzeln alles angeben. Aber hier, Nummer 4. Das ist ein Designerpapier. Das ist das Pergamentpapier. Und zwar könnt ihr da auch schön mit Pergamentpapier allgemein hinterlege ich schon mal ganz gerne Karten wie hier zum Beispiel, um das so ein bisschen aufzupeppen. Und ich habe mir schon lange gedacht, oh, es wäre mal toll, wenn das Pergamentpapier bedruckt wäre. Tadadada, mein Wunsch ist hier erfüllt worden. Da freue ich mich auch drauf. Also sehr schön, ein deutsches Set. Hier haben wir die Übersetzungen und hier habe ich mir SAB beigeschrieben. Und das hat auch eine Bedeutung, weil dieses Set kann ich mit der Prämie hier vorne ergänzen. Ja, also hier habe ich Kartenbeispiele drin, wo ich das hier anwenden kann. Ja, also wo ich das eben halt mischen kann mit. Und ja, das wollte ich schon mal so vorab zeigen. Ja, hier oben. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Nee, das war der Stempel hier. Okay, das zeige ich euch aber später nochmal. Ja, auch Mini wieder, ne? Hier haben wir die Dahlien. Und da kam auch heute schon eine Anfrage von einer Kundin, weil in der letzten Celebration gab es ja auch schon ein Dahlien-Set. Ob denn jetzt nun, da kam die Frage, die Stanzen damit kompatibel sind.
Da muss ich euch leider, leider enttäuschen. Nein, die Darlehen sind unterschiedlich. Und es macht auch nicht großen Sinn. Das Einzige, wenn ihr in der Celebration der letzten euch die Darlehen ja, ausgesucht habt, ja, dann könntet ihr diese große Gitterstanze vielleicht nehmen und das in der Art wie hier machen. Aber ansonsten macht das für mich persönlich keinen richtigen Sinn, weil was macht ihr mit dieser Stanze? Die ist dafür da, diesen ganzen Stempel auszustanzen. Und ihr habt diesen Stempel ja nicht in dem anderen Set drin. Auch die Blätter sind nicht kompatibel und die Blüten auch nicht. Ja, also das, ja. Und die Dahlia ist, das ist eine andere hier. Ja, so als Hinweis nochmal, falls ihr auch auf die Idee kommen solltet. Ne? Also das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Ich würde mir das immer als Produktpaket kaufen. Aber das ist Geschmackssache und der eine findet es gar nicht so schlimm. Der schneidet und ja, das müsst ihr selbst entscheiden. Aber ich wollte darauf hinweisen, weil heute mich noch diese Frage von einer Kundin erreicht hat. Das ist mein absolutes Highlight. Just a note. Ich liebe diese Art von Blumen. Also, das erinnert mich auch so ein bisschen an Green Gate. Kennt ihr Green Gate? Ihr kennt garantiert Green Gate. Dieses tolle Servi, diese tolle Firma. Oh, ja, also, das ist so mein Highlight und das erinnert mich dran und deswegen war das auch ein Muss. Es ist verfügbar, stört euch hier nicht auf meine Schrift. Wir Demos dürfen ja vorordern und in der Vororder war es schnell weg, aber es ist wieder verfügbar. Also bis gestern zumindest. So. Nein, bis heute muss ich ja sagen. Und dazu gab es hier auch eine Ergänzung drin. Ich muss die jetzt mal eben kurz raussuchen, damit ich die finde. Genau, hier das. Ja, diese Karte, das ist nämlich hier dieses Sprücheset, was es gibt als. Aber hier bei 120 Euro, was ihr als gratis bekommen könnt, ihr habt hier super viele Stempel drin. Später dazu, mir geht es um diese Karte. Ne? Da haben wir diese Blüte. Das ist der Hintergrund. Das ist eine Stanze, die findet ihr im Jahreshauptkatalog. Kann ich ja mal einblenden, die Seite, wenn ich das Video schneide. Dann werde ich euch das dann nochmal zeigen. Sehr, sehr schön. Vor allem braucht man da nur zwei Farben, ne, eigentlich für, ne? Also, weil wir haben ja auch wieder Distinctive, ne? Das macht hier diese ganzen Schattierungen, das kann man hier ein bisschen besser sehen. Also ganz toll. Oder auch da. Ach ja. Und dann kommen wir zum nächsten Highlight. Also etwas blumenlastig, würde ich jetzt mal so sagen, diese Seiten hier. Das ist für mich eine Osterglocke, Narzisse, wie auch immer. Auch wunderbar. Man kann die Narzissen nämlich auch hier als Blüte so aufbauen mit Farbkarton. Ganz, ganz toll. Also gefällt mir super. Gefällt auch die Farbwahl hier sehr gut. Zu dem Set gibt es ja auch in der Celebration Papier. Einen ganz anderen Farbbereich. Natürlich, das Gelb ist geblieben. Ne? Osterglocke ist geblieben. Aber ihr seht, hier sind dann noch mal ein paar andere Beispiele, zeige ich euch aber noch mal. Aber da kommt zum Beispiel dieses Produktpaket zum Sinn, also vor, ne, dass ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ihr könnt es gut miteinander kombinieren. So, mal weiter. Mediterran, auch wieder ein sehr schönes Produktpaket. Hier haben wir mal wieder eine Krake, ja. Haben wir vor ein paar Jahren, wie ich eingestiegen bin, gab es schon mal ein Set. Ne? Und was mir hier auch sehr gut gefällt, diese Stanze hier, die gehört nämlich mit dazu. Ja, und da kann man eine Karte sehr gut und schnell und einfach aufbauen. Auch für Anfänger mal sehr interessant. Wir gehen mal hier weiter, Oceanfront. Ja, da kann man nämlich schön auch den Hintergrund mit diesen Stempeln kreieren. Ne? Also das ist so Aquarelltechnik. Also für jemand, der jetzt gar nicht so eine Neigung zum Malen hat und auch mit Aquarell das nicht so hinbekommt, das ist euer Set. Hiermit bekommt ihr es hin. Ihr braucht nur Stempeln.
Und da haben wir auch noch mal von dem Set hier diese große Stanze. Ne? Also es geht rapzapp. Habt ihr die Karte fertig. Nächstes Produktpaket. Amazing Silhouettes. Auch ganz toll. Also erstmal hier diese Schatten. Der Schmetterling, der sieht mega schön aus. Wir haben den hier auch noch mal schon mal so ein bisschen gestempelt. Und dazu gibt es die Stanzen. Und die Stanzen sind Wörter auf Deutsch. Ist schon mal super. Die haben einen Schatten hinterlegt. Ja, also das Blaue bezeichne ich jetzt hier mal als Schatten. You are amazing. Thanks. Thank you. Auf Deutsch eben halt haben wir hierbei Danke. Also du bist ein Schatz. Danke. Ja, das sind die Deutschen. Da kann man viel mit, denke ich. Du bist ein Schatz, kann man Erstein alleine stehen lassen. Danke. Ja, also, sehr schön. Dann haben wir hier Garten Eden. Das kennt ihr ja vom Dezember her. November, Dezember, glaube ich. Da gab es auch ein Designerpapier, was natürlich jetzt seit gestern nicht mehr verfügbar ist. Na, das konntet ihr euch ja dazu bestellen. Es ist übernommen worden und das find ich gerade das Besondere daran. Und habe mich sehr gefreut, weil diese Stanzen hier mal nicht rund sind, sondern rechteckig. Da könnt ihr schöne Menükarten zum Beispiel oder Tischkarten, fällt es gerade nicht ein, mit basteln. Also das ist wirklich, das hat Potenzial für sowas. Oder Scrapbooking, ne? Also und die Sprüche finde ich auch toll, ne? Würde mich freuen, mal was von dir zu hören. Jeder, denke ich, hat mal so Freunde, von denen man lange schon nichts mehr gehört hat. Das wäre die passende Karte. Nächste Produktreihe, neue Horizonte. Da muss man, finde ich, Aquarell schon lieben. Es hat was. Ich finde die Farbkombination sehr schön. Aber es ist auch so ein bisschen für mich düster. Das ist sowas, ich glaube, das muss man mal im Original sehen und dann beurteilen, ist es meins oder ist es nicht meins. Aber hier, man kann mediterran mitmachen, man kann so einen schönen Bilderrahmen, Bild damit, das ist gar nicht viel, weil das ist das Designerpapier hier. Das könnt ihr hier erkennen, sehr gut. Hier, ja, also das ist der Hintergrund, bildet dieses Designerpapier. Also es ist schon, es hat was, ne? Und es ist auf Deutsch, das ist auch schon mal gut. Und die Stanzen gehen durch die Minimaschine. Auch schon positiv, ne? Also, ja, schön. So, dann haben wir Electric Garden. Das gehört wieder, da gehört wieder was zur SAB. Das habe ich mir da reingeschrieben. Mal gucken. Und zwar, ich glaube, war das hier eine Ergänzung hierzu. Glaube ich. Das kann man mit dem Designerpapier hier gerne verwenden. Das steht auch immer meistens mit dabei. Dann, ne? Okay. Es ist auf Englisch und das sind auch wieder Distinctive Stempel. Ne? Radieschen, irgendwelche Vogelbeeren, Artischocke, gehe ich mal davon aus. Ja. Dann haben wir hier Hintergrundstempel und da sage ich euch, das ist E, damit kommt ihr nicht aus, glaube ich. Und da haben wir das erste Mal das Beispiel Motivabbildung in 50%. Und ich glaube, ihr könntet vielleicht doch damit auskommen. Oder es wird knapp. Könnte hinhauen. Ich habe beide nicht und kann es nicht so ganz nachvollziehen. Für sowas würde ich aber, egal, ob es passt oder nicht so einen großen Acrylblock nehmen. Ich würde immer meinen Stamparatus nehmen, weil ich damit ja immer schön nachstempeln kann. Ja, hier, das sind Wellen vom Meer und das sind dann so kleine Kacheln. Kann man auch sehr schöne Karten mit schnell und einfach kreieren. Wir haben das Produktpaket dann hier Schwalbenflug. Na, da ist die Schwalbe, auch sehr schön auf Deutsch. Na, da kann man auch einiges mitmachen. Dann haben wir hier nochmal Produktpaket am Waldrand, auch wieder ein deutsches. Und da haben wir auch wieder so eine ganz große Stanze, wo man dann eben ja, zweidimensional, würde ich jetzt mal hier sagen, Karten mit basteln kann. Ne? Das ist auch schön.
Und da ist übrigens wieder das Designerpapier für den Hintergrund, fällt mir jetzt wieder gerade ein, von, ist hier die Produktreihe? Hier, von dieser Produktreihe, ne? Hier, Neue Horizonte, wurde da verwendet, ne? Jetzt, der löst sich schon langsam auf, ich muss ihn mal kleben. Das ist eines meiner Highlights. Abstrakte Schönheit habe ich auch bei meiner Katalogparty gestern vorgestellt. Ja, warum ist das ein Highlight? Also erstens für Anfänger, zweitens für jemand, der gerne so geometrische Formen mag. Drittens für Bullet Journaling, Leute, die das machen, ist das sehr schön. Und für Scrapbooking. Ja, warum? Also erstens, fangen wir mit den Stempelanfängern an. Ihr habt hier ein Kartenset dabei. Da ist jede Karte einmal nur bei. Manchmal hat man ja von jeder Karte, von jedem Motiv zwei. Aber hier ist es tatsächlich, sind 10 verschiedene Grundkarten, ja, mit dabei als Hintergrund. Das heißt, Anfänger bräuchten erstmal theoretisch kein Papierschneider, weil das ist da schon gegeben. Dann haben wir unter Punkt 4 Zierelemente, wo wir zum Beispiel auf dieser Karte hier diese Zierelemente versehen können. Oder hier die Sprechblase, da braucht man nur reinstempeln. Das ist schon mal so, was ich ganz toll finde. Dann haben wir, das haben wir ja überall, so Accessoires und die sind auch in den Sechsecken drin. Mein besonderes zweites Highlight dieser Produktreihe ist das Designerpapier. Weil das Designerpapier ist ganz, ganz klein. Und zwar 4x6 Inch. Und damit könnt ihr eine Karte bestücken mit. Also wirklich, ihr braucht nichts zu schneiden, nichts, einfach nur aufkleben. Ja, und die haben überall so Goldakzente auf der Vorderseite versteckt. Ne? Auf jedem Beispielpapier werdet ihr Gold finden, Glitzer, wenn ihr das mögt. Und wenn ihr die Farben, also das Magenta Rot, Kirschblüte, Kürbisgelb, Currygelb, Aventurin, Marineblau mögt, dann sind das eure Farben hier. Und das Stempelset mit den Stanzen gibt es natürlich auch wieder als Produktpaket, ist auch toll. Als Anfänger super, weil ihr hier Kreise habt. Kreise sind immer was Grundlegendes, was man allgemein braucht. Und das hättet ihr jetzt hier schon drin. Und die Sechsecke sind auch mega toll. Es gab vor Jahren eine Produktreihe, wo auch eine Handstanze es mit dem Sechseck wohl gab. Ja, also ich selber habe sie nicht, weil ich da noch nicht Stamping Up kannte. Aber ich weiß, dass es die gibt. Ich habe es schon mal irgendwo gesehen. Das ist hier euer Vorteil. Ihr habt verschiedene Größen. Ja, ihr könnt damit solche Rahmen wie hier auch gestalten. Und da kommt das Scrapbooking auch zum Einsatz. Ne? Also wirklich ganz, ganz toll. Kann ich echt empfehlen. Da haben wir das dann hier nochmal auf der Seite mit 3 Beispielen auch nochmal. Ja, und da haben wir dann auch hier diese kleinen Stempel, wo ihr schön auch nochmal so Designerpapier verfeinern könnt, wo ihr reinstempeln könnt als Beispiel. Und diese Kleckse, da könnt ihr euch auch, wenn ihr selber Karten habt, den Hintergrund stempeln. Und wenn ich mir jetzt hier nochmal das hier sehe, das findet ihr ja hier unten wieder. Und da seht ihr hier so graue Linien, ne? Das ist in der Stanze drin. Das ist nämlich eine Stanze, die auch, wo die grauen Linien sind, prägt. Auch ganz, ganz toll. Also ich habe das ja ausprobiert. Das war ja bei meiner Katalogparty mit dabei. Sieht wunderschön aus. Das werde ich euch auf jeden Fall auch hier in einem YouTube-Video vorstellen. Dann haben wir hier Glücksgrüße, nochmal ein Set mit Sprüchen. Also das ist so eine Schreibschrift, wer jemand gerne Schreibschrift mag, für den ist dieses Set auch hervorragend geeignet. Ne? Hier kommen wir jetzt zu dieser länglichen Form von Karten, wo ich euch vorhin schon darauf hingewiesen habe. Das ist so der Renner in diesem Jahr. Karten in einem langen Format, schmalen, langen Format. Und da gibt es eben halt auch dieses Produktpaket.
Ja, 10%. Und das macht hier auch Sinn, weil leider, leider, leider sind diese Stanzen schon ziemlich teuer. Also die Stanzform alleine kosten 71 Euro. Ja, schluckt jetzt mal runter. Puh, durchatmen. Es ist aber mega schön. Geht mal nach Pinterest und googelt. Geht mal nach Pinterest und googelt. Zwei Gedanken. Also ihr geht bei Pinterest rein und gebt dann mal den Namen Karten im Hochformat von der Stanze rein und Stamping ab. Und da werdet ihr ganz viele Beispiele garantiert schon zu dieser Stanze sehen. Mit dieser Stanze hier alleine könnt ihr insgesamt, oh, ich will gar nicht die Streifen durchzählen, so viele Karten könnt ihr gestalten, wenn ihr jedes Mal ein anderes Design, also einen anderen Farbkarton zum Ausstanzen nimmt. Ja? Ich habe das so ähnlich hier mit dem Regenbogen-Set gemacht. Da habe ich eine Karte nachgebastelt. Ich lege das mal eben kurz so rein, damit ihr versteht, was ich meine. Moment. Ja, diese Karte. Da habe ich insgesamt vier Regenbogen. Das heißt, ich habe mir die vier Designerpapiere hiervon genommen und jedes Mal mit dieser, wo ist sie? Da mit dieser Stanze ein Designerpapier, also alle vier Designerpapier mit dieser einen Stanze ausgestanzt. Jetzt habe ich es aber. Manchmal ist es schwierig, glaube ich, ne? Und damit habe ich insgesamt vier Karten auf einen Streich gemacht. So, und das Ganze könnt ihr noch viel mehr mit diesem Modell machen. Das wollte ich euch sagen. Habt ihr das verstanden? Ich glaube ja, ne? Ich hoffe es. So, also ganz toll. Und dazu gibt es eben halt diese Umschläge hier auch. Bitte darauf achten. Ich habe sie nämlich übersehen. Ja. Ich muss sie mir nachbestellen. Ich habe sie nämlich nicht mit dabei. Und die gibt es hier auf der rechten Seite. Ne? Da sind 15 Umschläge drin. Und die sind dann innen auch nochmal so schön, ich sag mal, mit Muster ausgefüttert. Dann haben wir hier diesen tollen Lieferwagen Best Delivery. Da könnt ihr nämlich auch so eine schöne Schüttelkarte mitmachen und so Glitzer reinlegen für Valentinstag zum Beispiel. Sending lots of love today and each day after. Ja, versteht man eigentlich auch. Oder so eine schöne kleine Schachtel. Na, also da könnt ihr viele Sachen mit kreieren. Man könnte theoretisch auch, ich hatte mal einen Kundenauftrag, da sollte ich eine Karte mit Krankenwagen machen. Ich kann euch sagen, ich hab gesucht ohne Ende nach einem Motiv. Und wie ich das Stempelset sah, dachte ich mir, das ist der Krankenwagen der Zukunft. Das nehme ich, das passt gut. Die Reifen sind so schräg in Eile. Hier oben mache ich mir noch so ein Horn drauf. Da kann man auch hier, könnte man theoretisch den Luftballon nehmen. Gebongt. So nebenbei. Man muss noch ein bisschen weiterdenken mit den Stempeln für Motive, ne? So, romantische Ranunkeln, auch wunder, wunderschön. Jemand, der Vintage gerne mag, das ist euer Set. Es gibt Stanzen dazu. Ja, die sind hier mit dabei. Also ihr könnt das Ganze ausstanzen. Also ganz toll. Auch hier diese Schrift, ne? Ja, sehr schön. Oder hier das so. Ja. Eins meiner Lieblinge, das kann ich euch schon verraten. Habt ihr mitgezählt, wie viele Lieblinge ich habe? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch für die Minimaschine geeignet. Da, hier haben wir ein Set. Da zeige ich euch später die Prägefolder. Die sind für die Minimaschine. Das sind 3D-Prägeformen. Ja, und 3D heißt, dass die so ein bisschen höher sind, die Muster, die geprägt sind. Die liegen nicht so ganz flach, sondern die sind schon richtig schön, dass man diesen 3D-Effekt eben halt hat. Ne? Man kann die hier in den Beispielen, in den Beinen, dadurch, dass das eben halt grundweiß ist, nicht so gut sehen. Ne? Aber für den Hintergrund sind die Prägeformen wunderbar. Also wird oft verkannt, fast nie gebraucht,
wenn ich meinen Kunden zum Beispiel nachfrage, nö, Prego, habe ich zwei, aber die brauche ich kaum. Bitte holt die raus. Ihr seid damit ganz schnell fertig und habt einen ganz tollen Hintergrund. Dann haben wir hier nochmal so ein paar Sprüche mit dabei. Und da würde ich mal sagen, schaut euch auch mal hier die Englischsprachigen an. Ja, ich muss irgendwie so ein bisschen gestehen, manchmal haut die Übersetzung nicht so gut hin. Eben bist du noch jung, wild, also und wild, und im nächsten Moment freust du dich über neue Handtücher. Schönen Geburtstag. Wenn ich mir jetzt das Englische dazu anschaue, one minute you're young and cool, and the next you are getting excited over new towels. Also da kommt das schon so ein bisschen zum Vorschein, so, ne? Also diese Wankelmütigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Aber irgendwie, also ich meine, wenn ihr mit dem Spruch viel anfangen könnt, schreibt mir das doch mal in die Kommentare rein. Also ich habe ja manchmal ein Brett vorm Kopf. Das darf ich auch, ich bin ja blond. Schöne Ausrede, ne? Also schreibt es mal unten rein. Irgendwie neue Handtücher. Naja. Ich bin mal gespannt, wie ihr das interpretiert, ne? Aber so ist das mit den Sprüchen manchmal, ne? Aber ohne Spaß im Leben ist alles nichts. Gut, die Sterne gefallen mir hier. Deine Freundschaft ist so wertvoll, dass ich ständig damit angebe. Okay, ich mache weiter. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine, ne? So, das nächste Set. Ich muss immer noch über die Handtücher lachen. Schön verschnörkelt. Ernst? Da habe ich mich auch drüber gefreut. Also wenn jemand so Schnörkel gerne mag, Blüten, Vögelchen so verschnörkelt, dann ist das euer Set. Die Umsatzmillionärin Sam Hammett aus Großbritannien hat ihre erste Million erreicht. Ja, das heißt, in ihrer ganzen Laufbahn als Demonstratorin hat sie tatsächlich im letzten Jahr, das tatsächlich schenke ich mir jetzt mal, sie hat die 1 Million erreicht. Ja, das ist was ganz Besonderes. Und jetzt gehen wir weiter. Entspannte Momente. Auch ein sehr, sehr schönes Set. In Gedanken oft bei dir. Du tust immer so viel für andere. Gönn dir auch selbst mal was. Manchmal ist das Produktivste eine kleine Pause. Das sage ich auch immer. Also besonders, wenn man vom Computer sitzt und sich in eine Sache verrennt und denkt, oh, es klappt schon wieder nicht. Ja, dann ist das Produktivste eine kleine Pause und dann funktioniert das vielleicht schon mal. Ne? Und die Kartenmodelle finde ich auch sehr schön. Auch hier, schaut mal, wie die Gardinenstange kreiert haben. Ganz, ganz toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Na, und auch die Motive hier sind schön. Und natürlich für mich besonders, weil wir da einen Hund haben. Ne? Also sobald Hund im Stempelset drin ist, da kommt das irgendwie automatisch in meine Bestellung rein. Ich weiß gar nicht, wie das geschehen kann. Nächste Produktreihe, Land und Liebe. Auch ganz toll, wieder hier. Ne? Wenn ihr alles haben wollt, wisst ihr jetzt mittlerweile. Müsst ihr euch gemerkt haben, da ist die Artikelnummer. Sehr schön. Da haben wir nämlich mal Honigwaben, also Bienenwaben hier. Und mal so, wie sie vielleicht in der Natur aussehen würden. Gefiel mir sehr gut. Auch wieder für Anfänger, würde ich behaupten, weil ihr habt hier wieder ein Kartenset mit dabei. Ihr habt Erinnerungen, nein, Erinnerungen mehr und L Cut. Nochmal. Kartensortiment, Erinnerungen und mehr Land und Liebe. So, jetzt habe ich es aber. Das ist auch sehr schön für diese Alben, Scrapbooking oder wenn man auf die Schnelle mal eine Karte haben muss, kann man das als grundlegend nehmen und dann braucht man nur irgendeinen Spruch noch dabei oder ein Blümchen. Ja, also das ist schon sehr, sehr schön, auch von den Farben toll. Designerpapier ist auch schön. Übrigens haben wir hier Abendblau und Zimtbraun drin. Denkt dran, es kommt ja bald der neue Jahreskatalog, ne, April. Und so ein paar, 2 Monate vorher, wenn das eure Lieblingsfarben geworden sind, bestellt euch die nach. Die verlassen das Sortiment. Es sind ja Incolor-Farben.
Und wir haben ja hier diese Friese, Lilia, Papaya in diesem Jahr neu. Und mit dem neuen Katalog kommen wieder neue Inkolorfarben. Und dafür müssen diese dann hier zum Beispiel Platz machen. Als kleiner Tipp. Hier haben wir dann nochmal ein Stempelset, das ist auf Deutsch gehalten. Schaut mal hier das Scrapbooking. Ist das nicht süß? Oh, das gefällt mir total gut. Und hier die Bienenfreunde unter euch. Hier haben wir drei Stück. Ne? Auch wunderschön. Da seht ihr auch nochmal hier den Prägefolder. Da kann man auch so ein Tag machen mit. Ne? Also gefällt mir sehr gut die Bienenwabe. Finde ich ganz toll. Okay, weiter. Huch, armer Katalog. Weiter im Text. Hier haben wir zwei Stempelsets, die mit 70% angegeben sind in der Größe. Dann haben wir hier so einen Kreis, wo wir sehen, wo es wirklich richtig, ne, ist von der Abbildung her. Damit kann man auch ganz schnell eine super Karte, ne? Also hier zum Beispiel grüner Cardstock für die Karte, Designerpapier. Ich meine, das war aus dem Regenbogen. Könnte sein, aber ich glaube, hier war auch noch mal eins, wo so ein Streifen Papier vorkam. Das weiß ich jetzt nicht. Egal. Auf jeden Fall dann hier diese Stanze und dann einmal draufstempeln, schnell ausmalen, zack, fertig. Hier habt ihr sogar noch nicht mal ausgemalt. Und was habt ihr gelernt? Ich höre die Antwort. Genau, schnell. Die Uhrzeit, die Uhr sagt euch ein schnelles Projekt. Ne? Hier unten auch mit diesem hier, ne? Auch ganz schnell gemacht. Hier haben wir Catch You Later. Jetzt würde mir direkt Alligator einfallen, aber wir haben ja kein Krokodil, sondern wir haben hier eine Katze mit einem Fisch. You're just pure fact, ne? Also perfekt ist ein Wortspiel, ne? Pure ist ja das Fell von der Katze, ne? Ja, kann man schöne Kinderkarten zum Beispiel auch mit. Oder Katzenfreunde, ne? Oder Fischfreunde. Naja, ich weiß nicht, ob das dann so gut ankommen würde. Hier haben wir Happy Hedgehogs. Na, das sind die Igelchen hier. Auch schön mit Handstanze. Vor allen Dingen könnt ihr den Igel auch mit Farbkarton hier kreieren. Na? Also nicht nur stempeln. Und da ist für das Igelkleid, Stachelkleid, haben die hier einen Prägefolder genommen. Nochmal einen Grund, Prägefolder zu nehmen. Na? Oder man könnte theoretisch auch hier von der anderen Seite, obwohl, nee, ich denke, der Prägefolder ist besser. Ich dachte jetzt gerade, weil ich hier auch so die Striche gesehen habe. Ich denke, wenn man dann den Farbkarton, ich denke, das könnte hier Wildleder sein, prägt und dann mit Wildleder auch nochmal so die Umrandung, damit man so ein bisschen Struktur reinbekommt, so eine Abgrenzung. Ich glaube, das ist hier so gemacht, ne? Aber auch sieht total süß so als Geschenkanhänger für, wenn jemand gerade neu geboren wurde. Welcome, little one. Ne? Ist doch nicht schlecht. Sieht süß aus. Und es ist was, ja, was nicht jeder hat. Hier habe ich wieder eine Kombination Stempelset mit diesen Deko-Schablonen. Probiert die Deko-Schablonen aus. Ja? Also wirklich, kann ich nur ans Herz legen, ihr könnt so viel damit kreieren und machen. Und zwar diese Karte hier, ich zeige die euch mal jetzt mal eben ein bisschen näher, dass ihr das seht, besteht aus Abendblau, Farbkarton und Grundweiß. Der Hintergrund ist mit Stempelkissen Abendblau und mit einem Brushpen und mit dieser Deko-Schablone kreiert worden. Ihr legt die auf euren Grundweiß drauf, Brushpen durch das Stempelkissen und dann mal so rüberwischen. Natürlich vorher ein bisschen fixieren. Zack, habt ihr den Hintergrund. Dann stanzt ihr euch diesen Tag hier aus in Grundweiß und das Gleiche macht ihr mit dieser Schablone erstmal. Und variiert dann mit diesen darüber. Ihr könnt da rein, also könnt zwei Schablonen übereinander legen, wie zum Beispiel hier bei dem Schmetterling. Da hat man zuerst die Grundfarbe genommen und dann das dann nochmal drüber gelegt. Und ihr könnt auch zwei Schablonen aufeinander legen. Also da könnt ihr ganz viele tolle Sachen mitmachen. Also das werde ich auf jeden Fall auch nochmal euch zeigen in einem Video. Dann
diese Sprüche hier finde ich mega gut. Ihr seid mit jeder Feierlichkeit abgedeckt. Muttertag, Ostern, Vatertag, Konfirmation, Kommunion, Firmung, Ruhestand, Taufe, Glückwunsch, Abschluss. Tief durchatmen, Silberhochzeit, vielen Dank. Ich glaube, ich habe sie fast alle. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ist so ein Basic, was ich euch empfehlen kann. Wir haben es bald geschafft. Produktpaket Kakteen. Kakteen haben wir immer irgendwie dabei. Kakteenliebhaber, vielleicht ist das ja mal was mit der Handstanze. Geht also relativ schnell. Ne? Uhr, ihr wisst Bescheid. Ne? Und das ist mal eine schöne rundliche Form, ne? Also im Allgemeinen. Ne? Also es ist auf Englisch gehalten, aber Just a Note, das kennt auch jeder. Ne? Hier haben wir Lucky You, auch wieder ein englisches Set. Ne? Da haben wir so Kleckse, wo dann eben halt die Schrift hervorkommt, wie ihr hier seht. Ne? Ist auch nicht schlecht, ne? Aber eben halt auf Englisch, deswegen... Also für mich war es jetzt keine Option, aber die Herzchen sind auch schon wieder mega schön. Gar nicht drüber nachdenken, ich blätter weiter. Aber vorab will ich euch noch kurz hierzu was sagen. Das ist das Spezialpapier Sanfter Schimmer. Und zwar ist das rosa und das ist kein Blau. Hier steht zwar Blau, vergisst es, das ist ein Fehler hier drin. Das ist kein Babyblau. Das soll Aquamarin sein. Zieht die Farbbrille auf, dann seht ihr sofort Aquamarin. Ja, nur dass ihr das wisst. Ne? Das ist kein Blau. Ne? Dass ihr da nicht enttäuscht seid, wenn ihr euch das bestellt und denkt, wie, im Katalog sah das aber so blau aus. Ne? Ja, es ist ein Blauton, aber es ist kein Babyblau. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe ja hier meinen Couchfächer, fällt mir gerade ein. Das ist Babyblau. Wo haben wir denn Aquamarin? Boah, das ist aber ein Glück. Also Aquamarin, das ist dieser Farbton und nicht dieser. Also ihr seht schon so ein bisschen den Unterschied. Ne? Beides sehr schöne Farben, aber es geht hier in diese Richtung. Ja? So, und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wo hat ihr diesen Farbfächer her? Da habt ihr alle Farben drin. Dieser ist nicht für Kunden kaufbar, nur für uns Demo. So, und jetzt habe ich euch den so schön schmackhaft gemacht, wahrscheinlich. Und ich biete euch jetzt Folgendes an. Wir haben ja jetzt ja leider wieder so ein bisschen viel mit Corona, dass wir natürlich wieder nicht live irgendwas machen können. Ich switche dann immer gerne auf Zoom zurück. Und da könnt ihr eine Stempelparty bei mir buchen mit euren Freundinnen. Das läuft alles online zu. Ich schicke euch vorher, ich sage auch gleich hier, ich sage gleich noch was dazu. Also behaltet das mal hier im Kopf. Das wäre von mir, nicht von Stamping Up. Das wäre mein Gastgeschenk, wenn du bei mir eine Stempelparty online buchst momentan. Dann gehört dieser dir. Ja, das ist mein Gastgeschenk dann dafür. Näheres kommt gleich dazu. Wir wollen ja mit dem Katalog auch schon fertig werden. Ne? Also hier für Sportfans, für Scrapbooking-Freunde, schaut mal hier, Tickets, die gehen immer, sind immer schöne Hintergrund, also da habe ich mich auch gefreut, Hintergrundelemente. Farben sind nicht so meins, ist mir zu bunt, aber es sind schöne Farben, keine Frage. Blutorange, Hummelgelb, Marineblau, Lodengrün. Aber diese Kombination finde ich auch gut, aber irgendwie hat mich das nicht angesprungen. Aber wenn ich das jetzt hier wieder sehe, mit den gelben Sternen, sieht schon schön aus. Okay, aber die Tickets, die haben es mir angetan und deswegen steht das bei mir auch auf meiner Liste. Jetzt haben wir hier wieder Leinenlos, Mediterran. Mit einer Handstanze und das Segelboot. Sieht das nicht mega cool aus? Geht auch ganz schnell. Man kann ja immer schön ausstanzen, die Motive. Im Hintergrund hört ihr unsere Hunde. Und wenn das schlimmer wird, dann ist mein Mann zu Hause. Hier haben wir das. Ich mache einfach mal weiter. Hier haben wir das Stempelset Wildromantisch. Auch sehr schön. Na, ihr wisst ja, es könnte aber auch ein Wolf sein.
Ne? Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Könnt ihr auch mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr meint Wolf oder Hund. Ne? Sieht auch sehr schön, ein deutsches Stempelset. Wieder Gartenfreunde und Vatertag. Ist euer Vater ein Gartenmensch, Gartenarbeit, dann schaut mal hier, wäre das entsprechende Stempelset. Auch wieder die Stanzen dazu. Und das hier, dazu gibt es die Stanzen dann. Also sehr, sehr schön. Gefällt mir auch gut. Und dann haben wir hier nochmal Brave Vikings. Alle Mütter, die Kleinkinder haben. Ne? Wikinger-Geburtstag. Hätte ich mal etwas eher gebrauchen können. Mein Sohn, der war ein Wikinger-Fan. Also ist schon sehr schön, finde ich. Und dann das allerletzte. For the Record. Ja? Auch ganz toll. Vor allen Dingen, schaut mal hier, das wurde schwarz embossed. Ja, das ist Prägefolder Basic. Habt ihr das Schwarz mit dabei? Ja, kam gerade mein Mann rein, hat mal eben kurz geguckt und hat verstanden. Frau Hartmann ist im Video. Hier sind dann die Sterne, die findet ihr im Jahreskatalog. Ja, also gefällt mir auch sehr gut hier, vor allen Dingen mit dem Herz. Ne? Herz ist ja auch so ein Motiv, was bei mir immer geht. Und das wären jetzt erstmal alle Produkte durch. Hier haben wir nochmal so Zugabe, ne? Also einige unserer beliebtesten Artikel aus vorherigen Katalogen sind noch online erhältlich. Schaut mal hier, die gibt es noch online. Ne? Also die sind dann hier nochmal aufgelistet und schaut mal hier, das Stempelset Weihnachten im Wald. Das gibt es noch. Hier. Na? Also wenn euch hier die Handstanze jetzt mit dem Stempelset ganz am Anfang gut gefallen hat, ihr kriegt auch noch die weihnachtliche Variante dazu. Das ist doch mal was Tolles, oder? Also. So, von der Seite 76 bis Seite, wir überschlagen das jetzt mal, 83 habt ihr noch mal die ganzen Produktpakete, Stempelset und Stanzen. Das ist ja mal ein Produktpaket aufgelistet. Im Überblick finde ich schon mal sehr gut. Und dann, das ist eine Erneuerung, und das finde ich für uns Demos auch ganz praktisch. Wir haben hier den Katalog auf einen Blick und der ist diesmal nicht nach Seiten sortiert, sondern nach dem Alphabet. Also A, am Horizont, am Waldrand. Amazing. Dann kommt B. Best Delivery, ja. Also wenn ihr jetzt ein Stempelset sucht aus dem Katalog, ihr habt das irgendwo gesehen, habt den Namen behalten, aber wisst nicht mehr genau, was das dann war nach einer Zeit, aber habt den Namen. Hier könnt ihr alphabetisch nachschauen. Also das finde ich eine ganz tolle Erneuerung. Vielen lieben Dank, Stamping Up, dass ihr das so toll gemacht habt. Das Gleiche ist mit den Stanzformen hier. Auch wieder schön geordnet nach dem Alphabet. B, Bienenblumen. W, Windmühlen am Ende. Dann haben wir eine Auflistung aller Handstanzen hier. Ja, aller Prägefolder. Und da muss ich euch noch hier die Streifen. Hier könnt ihr das nämlich besser erkennen. Na, das sind dann eben halt extra für die Mini, zwei kleine. Die könnt ihr dann natürlich auch in die große rein. Nehmen, das ist gar keine Frage, ne? Aber da könnt ihr es ein bisschen besser die Kleckse erkennen und die Streifen. Gefällt mir auch sehr gut. Geht ein bisschen unter, weil man es nicht direkt erkennen kann. Ne? Und da ist dann auch zum Beispiel die Schachtel ganz am Anfang, die ist auch ganz toll. Und Deko-Schablonen hatte ich euch ja auch. Da ist das ganze Designerpapier drin. Ne? Was auch nochmal, da habt ihr auch alles nochmal auf einem. Und hier die ganzen Zusätze zum, was Papier anbelangt, ne? Spezialpapier, Umschläge, ne? Dann ganzen Geschenk- und Dekobänder und dann die ganzen Accessoires dann. Ne? So, und dann kommen wir jetzt hier wieder dazu. Wenn du eine Stempelparty bei mir buchst, dann wäre es schön, wenn da zumindest drei Teilnehmerinnen mit dabei sind. Und
Dann schicke ich dir, da wir das ja jetzt online auch haben über Zoom, schicke ich dir vorab, wir besprechen einen Termin und dann schicke ich dir dann für deine Teilnehmerin so ein kleines Päckchen, wo die Basteleinheit ist, die wir zusammen auf deiner Stempelparty dann basteln werden. Wir besprechen, was du gerne sehen möchtest, vielleicht zum Beispiel eine Produktreihe, die dich interessiert, die du mal gerne so, ich sag mal, live online gerne sehen möchtest. Und dann, wenn deine Freundinnen davon auch so begeistert sind, dann kommt dann vielleicht eine Bestellung zusammen und dann gehört dir das hier als Gastgebergeschenk. Ja, das kommt dann von mir für dich. Der ist wirklich mega cool. Ich habe immer gedacht, ach, du machst dir mal einen selber. Ja, seit 3 Jahren bin ich dabei. Und war jetzt so froh, dass es dir den zu kaufen gibt. Aber was noch viel besser für mich war, ist, wir haben hier die Namen drauf. Ja, und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern Französisch und die englische Variante. Ne? Überall. Also hier kann man es schlecht erkennen, aber da Basic Gray, Gris Cerise, Anthrazitgrau, ne? Basic White, Blanc Simple, Grundweiß. Ne? Ja, das kann schon mal hilfreich sein. Und wenn du dann schon mal unsicher bist, welche Farbe zueinander vielleicht passen kann, ne, dann kannst du dir das immer schön so zurechtschieben. Ne? Und dann kannst du überlegen, oh, könnte das dazu passen? Ah, nee, lieber nicht. Nehmen wir doch mal lieber hier einen anderen Farbton. Also das ist eine gute Hilfe. Und das würde dann mein Geschenk an dich sein. Das kommt von mir aus. Und die Gäste bekommen dann einschließlich dir auch dann von mir so eine kleine Basteleinheit. Es gibt ja ganz viel zu erzählen und besonders, was ganz, ganz wichtig ist, wir werden viel Spaß miteinander haben. Also das auf jeden Fall. Ja, kannst mich gerne anschreiben über meine Homepage, die blende ich noch mal hier ein und melde dich einfach bei mir. Alles unverbindlich auf dich kommt. Ach, das werde ich mich auch immer öfters gefragt dann. Ne? Ja, so eine Stempelparty, kostet das denn etwas? Nein, natürlich nicht. Ja, also wir werden natürlich nicht die Kartenreihe dann auf der Stempelparty basteln, ne? Aber es ist für euch kostenfrei. Ne? Also ihr seid dazu nichts verpflichtet. Ne? Aber seid gewiss, es sind so schöne Produkte, ihr wollt die haben. Garantiert. Gut, das war dazu. Wenn jetzt deine Freundin dann auch, man sagt ja, habe ich schon oft gehört, angesteckt, benutze ich immer, sind von dem Bastelfieber und gerne auch so ein paar Produkte haben möchten und dein Partyumsatz bei 200 € zum Beispiel liegt, dann bekommst du als Gastgeberin 10% Shoppingvorteile. Das sind bei 200 € 20 € und von diesen 20 € kannst du dir zusätzlich entweder diese Gastgeberin-Sets aussuchen oder irgendetwas anders im Wert von 20 € aus dem Minikatalog, aus dem Jahreskatalog oder sogar aus der Ausverkaufecke. Da empfehle ich euch auch immer mal wieder reinzuschauen. Da sind immer sehr, sehr schöne Schnäppchen drin. Also schaut da mal rein. Und so geht die Staffelung dann hier weiter. Ein besonderes Highlight ist die 375. Wenn du die 375 € erreicht hast, ich muss es eben kurz raussuchen, dann bekommst du 12% Shoppingvorteile, wo du dir dann Sachen aussuchen kannst für aus den Katalogen. Und du bekommst dieses wunderschöne Set noch gratis obendrein. Das sind nämlich die Vintage-Blüten und ein ganz, ganz tolles Stempelset auf Deutsch. Gibt es in Englisch, Französisch auch noch. Ist das nicht was? Also, das käme noch da hinzu. So. 550 € 14% und alles, was dann ab 725 € ist, 16% Shoppingvorteile und ab 550
kannst du dir sogar noch einen Artikel aussuchen. Zum Beispiel diese ganz teuren, ich sag jetzt mal, also das wäre jetzt so meine Wahl als Kunde, weil ich die wunderschön finde. Ich suche sie eben raus. Wo sind diese tollen Stanzen für die längliche Form? Hier haben wir sie. Da könntest du dich zum Beispiel die Stanzen aussuchen. Die kosten nämlich 71 Euro und davon zahlst du dann nur die Hälfte. Das wären dann 35,50 Euro. Das wäre dann, was du nur noch dafür für diese Stanzen zahlen müsstest. Also das ist jetzt mal so erklärt, was das hier überhaupt ist mit. Ne? So, jetzt nächstes Szenario. Stempelparty möchtest du nicht. Du hast aber entweder Freundinnen, die auch gerne den Katalog haben wollen und ihr selber mal schauen wollt. Kannst du gerne machen, kein Problem. Dann mache ich für dich eine Workshop-Bestellung. Du bist die Gastgeberin. Ihr schickt mir eure Bestellung zu. Und dann entscheidet ihr, was mit den Shopping-Vorteilen passiert. Oder wenn ihr hier drüber kommt oder hiermit. Das geht auch. Ne? Ihr braucht dafür nicht eine Stempelparty zu buchen. Wohingegen ich immer sage, Stempelparty ist immer was Tolles, was Lustiges, was Schönes, einen tollen Abend. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Ich wollte einfach nur noch mal die Möglichkeit dazu sagen. So, Katalog zu. Fertig damit. Jetzt kommen wir noch mal ganz schnell, weil ich habe ja schon einen Teil daraus gezeigt, zur Celebration-Broschüre, damit ich auch das Video noch hochladen kann auf YouTube. Also, das ist die Celebration-Broschüre, 4. Januar bis 28. Februar. Ihr habt dieses Set dabei, Stempelset. Wunderbar, kann ich auch sehr viel kreieren mit. Narzissen hatte ich euch auch schon so ein bisschen gezeigt. Hier sind die nochmal in dieser anderen Farbvariante. Minzmakrone, Osterglocke, Papaya, Lodengrün, Flamingogrün, Farngrün, Currygelb, Schwarz, Vanille pur, Waldmus. Geschafft. Also auch sehr schöne Kartenmodelle. Dann hier Schmetterlingsfantasie. Ja, wer Schmetterlinge mag, ist hiermit auch sehr... Also gut unterwegs mit, wirklich schönes Set auch. Und das ist hier auch so ein Highlight auf Spritztour. Die Demos, die schon vorbestellt haben, haben zum Beispiel den Käfer mit als Weihnachtskarte benutzt. Ne? Der ist mega schön. Hier haben wir auch wieder einen Bus. Also auch ein sehr, sehr schönes Set auf Spritztour. Schaut mal bei Pinterest nach, da findet ihr auch noch weitere Beispiele. Mein Highlight, ne? Die Regenbogen, das Designerpapier. Ja, da könnt ihr auch ganz viel mit anstellen. Also sehr, sehr schön. Dann haben wir ein Designerpapier. Das ist raffiniert marmoriert. Ja, da haben wir so marmorierte Farben. Das ist dann Abendblau, Amethyst, Anthrazitgrau, Aquarin, Babyblau, Flamingorot, Blüte, Hummelgelb, Jade, Kirschblüte, Safrangelb, Schiefergrau. Ne? Und das ist ein schönes Hintergrundpapier. Gefällt mir auch sehr gut, vor allen Dingen in den Farbkombinationen. Sehr schön. Hier, jede Celebration ist immer ein Tiermotiv dabei. Dieses Jahr haben wir den Otter. Ne? Also das werdet ihr auch, den Otter an sich, werdet ihr auch in irgendeiner Werbung von Produkten wiederfinden. Ich meine, ich habe ihn beim Kaffee entdeckt. Ich bin mir nicht sicher. Haltet mal die Augen auf. Das ist so dieses Tier, glaube ich, was in diesem Jahr in ist. Ne? Auch hier, wo du den Fisch hält. Ist ja schon süß. Oder hier. Ja. Jetzt kommen wir zu den Gratis-Produkten, die ihr ab 120 Euro Bestellwert bekommt. Und zwar... Einmal hier dieses hübsche Grüße. Das ist auch ein ganz tolles Designerpapier. Diesmal in groß, 12×12 Inch. Die anderen beiden waren klein. Ne? Und da könnt ihr solche schönen Sachen mit kreieren. Das hatte ich ja schon mit dem für allerlei Anlässe. Das ist auch bei 120 Euro, weil ihr hier so viele Stempel drin habt, ne, von den Sprüchen.
ist auch ein sehr, sehr tolles Set, um sich einzudecken. Ja, da habt ihr dann auch nochmal die Beispiele dazu. Und das war ja das Gratis-Set ab 375 Euro. Oh, und da seht ihr hier auch. Ne? Also da könnt ihr zum Beispiel so ein bisschen erhellen mit dem Mischstift hier dabei. Also ganz, ganz tolle Beispiele, finde ich, sind auch diesmal mit dabei. So, und dann kommen wir zum letzten Thema. Und ich glaube, dazu werde ich auch nochmal gesondert ein Video machen. Habe ich schon im letzten Jahr gemacht zum Thema Einsteigen. Ganz kurz, wenn ihr einsteigt, einsteigen in eine kreative Gemeinschaft, habt ihr zwei positive Bereiche. Fangen wir mal mit dem geldlichen Positiven an. Also, wenn du ein Fuchs bist, Geld sparen möchtest, ja, dich eindecken möchtest, dann ist das genau das Richtige für dich. Und zwar kannst du dir ein Starter-Set zusammenstellen. Du bezahlst 129 Euro und darfst dir Waren im Wert von 175 Euro aussuchen. Das ist bar, ich sage bar, bisher immer so. Ja? Egal, ob Celebration oder nicht. Wenn wir die Celebration haben, und im letzten Jahr haben wir auch noch mal so besondere Anlässe auf einmal gehabt, also Angebote, dann kommt da ein Zusatz. Ihr dürft euch nämlich noch zusätzlich zwei Stempelsets eurer Wahl gratis aussuchen. Entweder aus dem Mini-Katalog oder aus dem Jahreshauptkatalog. Aus dem jetzigen. Ja? Könnt ihr euch noch dazu aussuchen. Also überlegt mal, rechnet mal zusammen. 175 Euro. Und wenn ich jetzt mal so Pi mal Daumen für ein Stempelset an die 20 Euro, was bestimmt auch ein bisschen mehr schon mal sein kann, nehme, dann heißt das 175 Euro plus 40 Euro, ja, hättet ihr als Zugewinn. Und dann kommt noch gratis Versand, kommt noch mit dabei. Ihr braucht für den Versand nicht zu bezahlen. Und ihr bekommt auch noch ein Geschäftspaket dabei. Das beinhaltet Kataloge, sind da drin, also der Mini-Katalog wird da drin sein. Und wenn ihr das eben halt nicht als Hobby-Demo, sondern sagt, okay, ich probiere das direkt mal geschäftlich aus, habt ihr dann da Bestellformulare, Einladungskarten zur Stempelparty. Also ihr habt da ziemlich viel mit dabei. Aber nochmal ganz klar, ihr könnt, ihr müsst es nicht. Es ist nur ein Können. Und ihr seid diejenigen, die sich das zeitlich bestimmen. Ja? Es ist kein Druck dahinter. Schaut mal, ich habe in einem Video, vielleicht kann ich das hier auch verlinken, die Tatjana mal interviewt bei unserem Teamtreffen, was denn ihre Beweggründe waren, bei mir einzusteigen in mein Team. Ja? Da kommen wir nämlich zu dem zweiten Punkt, das Gemeinschaftliche. Ja, das Gemeinschaftliche ist was Wunderbares. Ihr kommt dann in mein Team rein und ich bin eine Demo, die das hauptberuflich mitmacht. Also Stamping Up, ich vertrete das hauptberuflich. Und deswegen habe ich da auch ein bisschen mehr Zeit wie vielleicht andere und kann mich um gewisse Dinge auch mehr kümmern. Das kommt aber von mir aus. Ja, das darf man nicht von jeder Demo erwarten. Ja, und ich kann das auch gut verstehen, weil wenn man einen Hauptberuf hat und dann noch nebenbei Stamping Up laufen hat, dann hat man nur ein gewisses Zeitkontingent. Ja? Und dann kann man nicht so einen Spagat machen. Man kann nicht so viele Treffen vielleicht organisieren. Ja, also ich mache das aber, weil ich diesen Zeitraum zur Verfügung habe und das auch gerne mache. Das gehört für mich persönlich dazu. Ja, das heißt, in meinem Team, und das ist auch wieder alles freiwillig. Also wenn ihr sagt, ich habe aber, das ist mir zu viel Stress, ich will keine Treffen, ich möchte nur die Produkte so haben, dann ist das auch gut. Ne? Das ist wirklich freiwillig. Aber ich sage dir direkt, dir entgeht was. Also, ich habe schon ein Team von, wir sind jetzt mittlerweile
16 oder 17. Und momentan treffen wir uns eben halt zweimal im Monat online. Eigentlich ist immer davon ein Treffen live, das ist dann unser Stempelfrühstück. Und das andere führe ich in diesem Monat ein, weil viele können auch zum Beispiel bedingt durch Familie samstags nicht, das ist samstags vormittags. Für die habe ich nochmal zusätzlich ein Stempeltreffen in der Woche abends dann festgelegt. Ja, das ist auch freiwillig daran teilzunehmen. Wir basteln dann gemeinsam etwas. Manchmal bringe ich Materialien auch damit. Ja, zum Beispiel jetzt aus der Celebration. Das bietet sich hervorragend an. Wir tauschen uns aus und ganz, ganz an oberster Stelle ist, wir lachen viel. Es ist wirklich wunderschön und dieser Austausch und diese Gemeinschaft, ja, das ja, kann ich also wirklich nur bestätigen, ist was ganz, ganz Tolles. Ja, und es entstehen neue Freundschaften. Ich bin jetzt am Samstag 3 Jahre Demonstratorin und was ich in den 3 Jahren, was für liebe, nette Menschen ich da habe kennenlernen dürfen durch Stamping Up, das ist der Wahnsinn. Sei es online, sei es live, also das ist schon total schön und ich muss sagen, ich habe auch ein ganz tolles Team und ich freue mich über jeden, der dazukommen mag. Ja, es ist wunderschön. So, jetzt habe ich genug davon geschwärmt. Ich mag gar nicht auf mein Video schauen, wie lange ich hier unterwegs war. Vielleicht mache ich dazu auch noch mal ein Video. Ich weiß es nicht. Ich muss mal schauen, weil ich möchte euch ja auch die Sachen vorstellen. Und ja, ich denke, ich habe hierzu das Wichtigste eigentlich gesagt, warum vielleicht es auch schön ist, in so bei so einer kleinen Demo, wie ich es momentan eben halt auch bin, einzusteigen. Bei mir habt ihr das Gesellschaftliche 100%. Ich versuche immer, eure Fragen zu beantworten. Wichtig ist, dass ihr auch Fragen stellt. Ihr dürft ja keine Angst haben. Auch als Kunde genau das Gleiche, gleicher Stellenwert. Ja, ich versuche da wirklich so, ich, ja, alles zu geben. Drücken wir es mal so aus. Gut. Flyer durch. Wir sind am Ende des Videos. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie in den Kommentaren. Schreibt mich über meine Homepage an, über WhatsApp. Alles vorhanden. Ich freue mich auf euch. In diesem Sinne, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich bin mal gespannt. Man kann ja auch gut vorscrollen, wenn einem das nicht interessiert. Und ich sage jetzt mal Tschüss. Bis zum nächsten Video, was ganz schnell noch kommen wird. Tschüss!